So, Wolfsburg heißt das nächste Spiel. Und ja. Das ist auf jeden Fall, wie gesagt, das nächste Duell. Und da gehen wir halt rein in der Liga, Spieltag Nummer 26, also so halb wie lange. Viel haben wir nicht mehr zu machen, zu gehen. 9 Spiele sind es noch in der Liga. Ich bin diesmal jetzt gerade weitergekommen. Ich muss ein bisschen rotieren nach dem letzten Spiel, weil klar. Werde ich jetzt auch tun. Soweit es irgendwie möglich ist. So, Timo Horn. Gut, hier nehmen wir mal auf die 6 setzen. Einfach mal ein bisschen durchrotieren. Und dann gehen wir rein ins nächste Spiel. Wie gesagt, VfL Wolfsburg. So, geht es gleich los ins Match. Das ist das Spiel, auf das alle gewartet haben, dem alle entgegengefiebert haben. Paulinho wieder dabei. Dachte er, früher noch Auswechslung gegen United, aber das war eigentlich nur gelb, taktische Gründe wegen der gelben Karte. Sonst wäre er wahrscheinlich drauf geblieben. Aber jetzt aber wieder von Anfang an ran. Er will ja noch die Bundesliga-Kanone holen und mal gucken. Also jetzt erstmal wieder von Wolfsburg, Spieltag Nummer 26 steht jetzt an und das 9. letzte Spiel in Richtung Titel. Vielleicht mal gucken, was machbar ist. Vielleicht holen wir uns alle 3. Aber mal schauen, wie gesagt. Sollten wir wirklich das Triple holen, ist das Thema FIFA erstmal durch. Und dann gucken wir mal, vielleicht auch mal ein anderes Projekt nochmal. Aber ich weiß es noch nicht. Aber jetzt erstmal weiter mit FIFA. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Also die Richtung dürfte bei der Formation heute klar sein. Ja, ganz klar, nach vorne soll es gehen, und zwar aus dem Mittelfeld. So. Jetzt geht's gleich rund, geht's gleich los. Hier die Anfangsformation der Wolfsburger. Und das ist die Ausstellung der Wolfsburger. Sie spielen es heute im 4-5-1, wenn ich es richtig sehe. Das ist richtig. Ein wirklich massives Mittelfeld. Aber es ist klar, genau von hier muss dann die Unterstützung nach vorne kommen. Da müssen sie nachrücken. Vielen Dank. So, auf geht's. Das Match läuft. Unsere Aufstellung haben wir ja gesehen, im Vorlauf dieser Partie gesehen. Kein Marco Richter heute in der Mannschaft, das ist ein Tor, das ist Burkhardt, Anni Burkhardt, der die erste Flanke probiert, das geht einfach Wolfsburg, weil der Burkhardt mit dem Kopf dran war. Aber wie gesagt, das hat eigentlich Fitnessgründe, warum ich diese Wechsel vollzogen habe, das hat keine taktischen oder keine personellen Gründe, das ist einfach nur Fitnessprobleme. Klar, 3 Tage vorher das harte Spiel gegen United. Ah, vielleicht geht da noch was. So, erstmal geklärt. Ha! Der Wechsel war, der Pass war anders geplant. Jetzt probieren wir es aber dann mal über die andere Seite. Will Rose und jetzt spielt nämlich Latza auf der Rose. Und das probieren war mal Burkhardt. Aber da war der Wolfsburger noch vorher dran. Es ist soweit. Seit einiger Zeit gab es ja die Gerüchte. Hört auf oder nicht auf. Jetzt wissen wir es. Es ist zu Ende und den werden wir vermissen, keine Frage. Hat so viel geleitet. Da ist der Keeper ganz energisch. Der Ball ist erstmal weg. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Auch kein Alario vorne drin, sondern heute ist es Zaza Kalacic, der es probiert. Und Horn mal wieder zwischen den Pfosten.
dass der auch mal wieder eine Chance kriegt. Oh, schöner Ball auf Kalajic, der jetzt Platz hat. Und 1-0. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan, die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und können jetzt der Partie den Stempel aufdrücken. Schau noch mal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da ist er einfach gedankenschneller als die Verteidigung. Ja, in der so, gerade übrigens gelesen für die Leute, die es interessiert, das neue FIFA erscheint am 1.10. gerade die Info reingekriegt. Mal gucken, ob wir es dann holen. Ich weiß es noch nicht. Er kann bislang wirklich zufrieden sein mit dieser Partie. Der Führungstreffer. Ja, wir konzentrieren uns erstmal auf das neue FIFA hier. Gut aus für seine Mannschaft. Also, Kalajic, wie gesagt, mit dem 1-0. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ja, kriegt er den da durch? Er kriegt vor. Kommt vorbei. Ah, das war ein bisschen zu optimistisch da. Der Ballverlust, keine genauso wie der hier. Ja, weiter Ball, aber der ist zu lang für die aus Bartfeld Sagnolo. Den Rose und jetzt mal mit ordentlich Power da auf der Außenbahn. Jetzt könnt ihr die Flanke in den Strafraum bringen. Ja, der ist noch drin. Burkhardt. Schuss geblockt. Das haben wir schon. Nicht ganz ungefährlich, die Situation. Er drückt die Schüsse ab und kann so seinem Keeper enorm helfen. Hunziker. Der junge Rechtsverteidiger. Ja, ein bisschen zu. Aber jetzt fehlt er natürlich erstmal hinten. Retschbitschei. Zaniolo hat jetzt Bella Kotscha vor sich. Der macht aber resolut und grätscht das Ding weg. Einwurf Wolfsburg damit. Gespielt sind hier 26 Minuten. Dankeschön für diese Infos. Und da ist der Ball wieder weg. Wieder Bella Kotscha, aber diesmal verliert er den Ball und das ist die Riesenchance für die Gäste hier. Auf 1-1 zu stellen. Ciao. Ein bisschen Platz ist jetzt gerade mal da. Und das war wichtig. Weindal, der da gut abfängt oder gut aufpasst. Ja, schöner Ball, der kommt. Burkhardt setzt sich durch den Nelson, kommt vorbei. Aber kriegt den Ball auch nicht quer. Auf den freien. Okay. Ja, gedacht eigentlich irgendwo für uns gedacht, aber. Schiedsrichter entscheidet anders. Hunziker. Schön dazwischen gegangen. Ballverlust. Neber. Baldi. Jetzt kann er mal versuchen, Coutinho. Der sich fast dadurch getankt. Am ersten ist er vorbei, am zweiten nicht. Keita. Abseits. Ah, ich muss ja gerade die Situation abwarten, bevor ich da mal was zu sagen, aber. Jetzt Coutinho. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Burkhardt, kein Abseits. Das könnte vielleicht was werden. Burkhardt gegen Netzon. Harter Schuss, aber. Ja, probiert es einfach mal. Vorbei, aber nur am Turm. Knapp, aber vorbei. Und jetzt ist es mal gelb für Bella Kotter. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass der dafür mindestens gelb sieht, wenn nicht sogar mehr. Ja. Also verdient ist es definitiv die Karte. Ja, klar. Die gelbe Karte ist komplett richtig. Ich hätte mich jetzt gar nicht mehr beklagen können, wenn es rot gewesen wäre, aber es war nur gelb und es ist okay. Ecke kommt rein. Abwehrversuch, Scheitern, Szene geht weiter. Und dann ist Pause. Weil die Gemüter ein bisschen runterfahren. Alle Chancen, es steht 1-0. Passendes Ergebnis nach 45 Minuten. Die Führung geht voll in Ordnung, finde ich. Absolut, Wolf, sie dominieren die Partie, haben mehr Ballbesitz und haben sich auch deutlich mehr Chancen. Also, Kalajic, das einzige Tor, macht bisher den Unterschied in diesem Spiel. Mal schauen, wie es in der zweiten Halbzeit läuft. Wolfsburg eröffnet den zweiten Durchgang mit dem Anstoß.
Mal gucken, wie gesagt. Klar, es ist viel rotiert worden bei Schalke, klar. Der Ballverlust. Wir gehen kurz mal rüber. Der war nicht schlecht. Karl Leitschitz gegen Badia Schiel, der war vorbei. Das gibt eine gute Gelegenheit. Da nimmt er ihm die zu Kurve lange gezögert. Gut reagiert vom Torwart, gut rausgekommen. Ja, gut darauf reagiert, gut gepasst. Aufpasst. Steht an in der Bundesliga. Nächste Spiel heißt Bayern. Zu Hause gegen die Bayern. Und da freuen wir uns auf eine hoffentlich hochklassige Begegnung. Horn. Ganz souverän hier vom Torhüter. Latza, gut das, guter Ball, Entschuldigung. Jetzt über außen. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Der Ball kommt. In Rückraum und dann ist es. Paulinho 2-0. 56. Tor Nummer 22. Wir sehen nochmal die Wiederholung dieses Tores. Erst der Pass nach hinten. Und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke. Also, zumindest das 2-0 jetzt gemacht. Spielstand 2-0, im Moment läuft es natürlich für sie. Ja, wenn man die Bayern schlägt, dann wäre es vielleicht sogar mehr, wären es vielleicht wieder ein paar Punkte mehr. Alter, erstmal Wolfsburg schlagen, das ist das Wichtigste. Ja. Das ist leichtsinnig, da läuft der Torwart mit dem Ball nach vorne. Die Gäste werden wechseln. Der Platz ist da für Johnny Burkhardt. Den holt er sich. Schwanke kommt weit. Und das war ein langes Bein. Er ist heute einer der auffälligsten. Der macht da vorne im Sturm mächtig Alarm. Ecke. Und einmal hat der Ball. Der Torwart geht da gar kein Risiko ein. Hat er? Du den Ball weg. Nee, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. In der Bundesliga geht's für die Gäste wie folgt weiter. Wolfsburg hat das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf vor der Brust. Ball kommt rein. Ah, oh, er kann klären. Gut gelöst da. Eigentlich. Ah, das sieht gut aus. Ist abseits. Glück gehabt. Da hat das Timing nicht gestimmt. Jetzt nimmt er den Wechsel vor. Ja, der Ball. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Der ist lang und lang unterwegs, aber der ist nicht ganz ungefährlich. Coutinho. Jetzt Coutinho. Coutinho flach. Oh, da ist die Sache. Den muss er eigentlich besser bringen auf Paulinho. Im Studio gibt's alle Infos jetzt. Wir haben hier den dritten Treffer für Leverkusen. Neuer Spielstand. Leverkusen spielt übrigens in Darmstadt, nur so nebenbei. Gespielt sind hier 72 Minuten. Danke für. Daher eigentlich keine Überraschung. Latza. Gute Aktion jetzt. Gut dazwischen gegangen, im eigenen 16er. Also so risikofreudig sieht man Torhüter aber auch selten. Keita. Keita Balde. So, jetzt mal ein bisschen Ruhe reinbringen hier. Vielleicht das dritte noch mal machen. Bella Kotschab. Oh, da haben sie den Ball. Gut gemacht. Optimistisch, das hat er nicht gut gespielt von ihm. Auf einem anderen Platz ist ein Tor gefallen. Ich gebe kurz ab ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Darmstadt. Neuer Spielstand damit. 1-3 gegen Leverkusen jetzt übrigens, aber. So, jetzt können wir ein bisschen durchwechseln. So, die Wechsel kurz vollziehen. 3-1. Gespielt sind 83 Minuten. So, weg ist er. Aber wenn die Abwehr so dran ist, wenn sie so zumacht, dann kommt da nichts mehr rum. Ganz klar, das haben sie gut verteidigt. Da war kaum mehr rauszuholen. Das war einfach zu komplett verspielt da vorne. Guter Pass jetzt. Und Timon macht resolut. Abseits wäre es doch gewesen. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit.
Ah, gut, das Spiel ist so ziemlich entschieden. Es wird nicht mehr viel passieren. Außer vielleicht noch für Wolfsburg-Ecke. Klar. Ja, es gibt nochmal Ecke für Wolfsburg in der Nachspielzeit. Vielleicht wird es auch wieder das Ehrentor für die Wölfe. Nein, ist es nicht. Timo Hornblatt ohne Gegentor. Schalke steckt Wolfsburg mit 2 zu 0. Am Ende wird es also ein knapper Sieg. Sie haben eine gute Leistung. So, haben wir's. Verdienter Sieg auf jeden Fall, klar. Und jetzt machen wir Feierabend. Wir sind in der nächsten Folge wieder. Oder geht's weiter mit dem nächsten Spiel? Da ist der Gegner mit Bayern München.